Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das sagenumwogene Schwert Excalibur gehen. Zum ersten Mal wird von dem Schwert in walisischen Erzählungen berichtet. Diese reichen bis in das 14. und 15. Jahrhundert zurück. Das Schwert ist ein elementarer Bestandteil der König Arthur Sage. Uther Pendragon, der Vater von König Arthur, nahm nach einer Schlacht mit seinem Gegner Goloris dessen Frau Aegir zur Frau. Aus dieser Verbindung geht ein Knabe hervor. Diesen lässt Uther von seinem Gefolgsmann Kivir aufziehen aus Angst, dass dessen Erbfolge nicht anerkannt wird. So wächst der Junge, bis er 14 Jahre alt ist, mit seinem Stiefbruder Kai gemeinsam auf. Der Junge wird den Namen Arthur erhalten. Nach dem Dahinscheiden von König Uther ist es an der Zeit, die Nachfolge zu klären. Die Edelleute können sich jedoch nicht einig werden. So bitten sie den mystischen Zauberer Merlin zur Hilfe. Dieser gebietet den hohen Herrschaften dann, bis Weihnachten zu beten und um Beistand zu hoffen. Genau zu Weihnachten soll dann ein quadratischer Marmorblock auf dem Klosterhof aufgetaucht sein. In diesem steckte der Sage nach das Schwert Excalibur. Der Marmorblock trug eine Inschrift, die übersetzt in etwa gelauten hat: Jenes Schwert ist ein Zeichen des Königs, der würdig in den Augen Gottes ist. Keiner soll dieses Schwert herausziehen, außer mit der Hilfe Gottes. Unter den sogenannten Edelleuten entbrach ein Streit darüber, wer nun als erstes das Schwert aus dem Stein ziehen sollte, wer sollte den Versuch wagen. Ein Bischof entschied, dass die Edelleute ihres Alters nach zuerst versuchen sollten, das Schwert aus dem Steine zu ziehen. Dies gelang allerdings niemandem. Danach durfte auch das gewöhnliche Volk versuchen, das Schwert aus dem Steine zu ziehen. Doch auch hier geschah es, dass niemand in der Lage war, das Schwert aus dem Steine zu ziehen. Am folgenden Tag nun fand ein ritterliches Turnier statt. Im Verlauf dieses Turnieres brach das Schwert des Kai und er entsandt seinen Ziehbruder Arthur, ihm ein neues Schwert heranzuschaffen. Arthur machte sich auf, das neue Schwert heranzuschaffen, konnte aber nicht in die Herberge. So machte er sich über den Klosterhof auf dem Rückweg. Auf dem Klosterhof erblickte Arthur nun das Schwert in dem Steine. Und er entschied sich, es wäre doch praktisch, dieses Schwert zu benutzen. So begab es sich, dass er das Schwert mühelos aus dem Steine zog. Als Kai das Schwert erblickte, erkannte er es sofort als das Schwert aus dem Stein und behauptete laut gestikulierend, dass er das Schwert aus dem Stein gezogen hatte. Allerdings wurde dieser zügig der Lüge überführt. Arthur sollte das Schwert sogar wieder in den Stein stecken, sodass andere versuchen sollten, das Schwert herauszuziehen, aber außer Arthur gelang es erneut niemandem, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Um seine Eignung und seine Reinheit für das Amt des Königs zu prüfen, wurde Arthur dann bis Ostern vielen Prüfungen und Verlockungen unterzogen. Diese meisterte er jedoch alle. So ergab es sich dann, dass Arthur Ostern zum neuen König gekrönt wurde. Zu dieser Zeit herrschten viele kriegerische Auseinandersetzungen und so begab es sich, dass das Schwert Excalibur während einer Schlacht zerbrach. Als Ersatz soll Arthur das Schwert Excalibur von Nimue, der Herrin des Sees, erhalten haben. Man erzählt sich, dass der Träger der Scheide des Schwertes unsterblich wurde. Und der Träger des Schwertes an sich soll übermenschliche Kräfte erhalten haben. Der Sage nach entwendete jedoch seine Halbschwester Morgan Le Fay ihm die Scheide, sodass Arthur wieder sterblich ward. So begab es sich dann, dass Arthur in einer Schlacht mit Mordred tödlich verwundet wurde und den Verletzungen erlag. Danach beschloss man, das Schwert wieder in den See zu werfen, wo es sich heute noch bei der Herrin des Sees befinden soll. Einige Quellen berichten, dass es sich bei diesem Schwert Excalibur um ein keltisches Schwert gehandelt hat. Der jüdischen Sage nach kommt das Schwert allerdings nicht aus einem Stein, sondern von einem Sachsen. Hierbei soll es sich um einen Übersetzungsfehler gehandelt haben und das Schwert wurde von Wieland, dem Schmied, geschaffen. In der Abtei San Galgano in der Toskana in Italien ist heute noch ein Schwert in Steine zu bewundern. Dieses untermauert historisch gesehen die Sage von dem Schwert im Stein.
Dabei soll dieses Schwert dort seit 1180 im Stein stecken und nach Altersuntersuchungen her ist das Schwert älter als die ersten Bezüge der König Arthur-Sage. So viel zu diesem Schwert. Haltet ihr das für möglich, für eine nette Geschichte? Oder steht dieses Schwert in der Geschichte vielleicht für etwas ganz anderes? Lasst mich eure Meinung wissen, auf welchem Wege auch immer. Bis zum nächsten Mal.